Ich starte. Habt ihr gesehen? Wir haben eine sogenannte Grace Period eingeschaltet, dass die Alarmanlage noch ganz kurz prüft, ob der Transponder noch da ist. Ich versuche jetzt zu starten. Ja, geht gar nicht. Kriegt das Auto überhaupt nicht an. Ich kann hier machen, was ich will. So, und der Dieb sagt, danke, tschüss, ich verpfeif mich. Und laut ist das hier. Ich kann hier nichts machen. Ich kann ihn nicht ausschalten. Keine Chance. Ja, moin Leute, willkommen auf unserem Kanal Audi TFSI E55, ganz aktuelles Modell, A6 Avant. Und der Wagen ist von uns ausgerüstet worden, dieses Hybrid-Modell von Audi mit einem Pandora Smart Po-Alarmsystem. Der Besitzer ist mit seinem Fahrzeug heute zu uns gekommen, hat selber schon eine Pandora, nämlich eine Camper-Alarmanlage für sein Wohnmobil und ist geschäftlich mit dem Wagen viel unterwegs, hat auch Wertsachen im Auto und sagt, absolutes Top-System. Bitte jetzt einmal erweitern für meinen Audi A6 C8 und das haben wir jetzt gemacht. Ich will euch mal kurz zeigen, wie effektiv dieses Alarmsystem gegen Diebe wirkt und dann hauen wir jetzt mal einen Schlag rein. Also das Fahrzeug lässt sich ganz normal immer noch über den Fahrzeugschlüssel entschärfen, wenn man will, oder schärfen, wenn man will, schließen und öffnen also. Oder ich mache das hier über den Keyless-Knopf, fass an oder ich schärfe. Wie ihr gehört habt, gibt es immer zwei Töne. Der eine Ton ist der Schärfungston, das ist Piep, Schärfen. Das Entschärfen ist zweimal Tick-Tick entschärfen. Tick-Tick. So, und der Unterschied, warum die Alarmanlage jetzt freigibt und entschärft, ist dieser kleine Token. Den habe ich jetzt bei mir. Das ist ein BT770, 128-Bit verschlüsselt. Ein zweiter Faktor. Ich vergleiche das immer gerne, wenn jemand von eurem Konto eine Überweisung machen möchte, dann muss der ja auch euer Handy haben, um sich quasi die TAN generieren zu lassen. Das ist das gleiche Prinzip. In dem Moment, wo das Auto aufgemacht wird, kriegt die Alarmanlage die Info, Fahrzeug wird freigeschaltet. Machen wir aus oder bleiben wir an? Oder Fahrzeug wird geöffnet. Bleiben wir aus oder bleiben wir an? Die Alarmanlage erkennt quasi seinen Transponder. Die sind nicht zu kopieren. Das ist nämlich der große Unterschied. Also auch dieses Thema Keyless-Verlängerung bringt nichts. Das Auto löst sofort aus, wenn die Tür oder wenn ein Stoß erkannt wird. Wir haben eine Motorstartsperre eingebaut. Das heißt, das Auto lässt sich auch nicht starten. Mehr können wir nicht machen. Absoluter Wahnsinn. So, jetzt hat der Wagen selber wieder zugeschlossen. Ich kann auch die Alarmanlage separat schärfen und entschärfen. Wir haben eine App-Steuerung. Also wenn euch das interessiert, generell einfach mal unseren Kanal gucken. Da habt ihr so viele Autovideos. Wenn ihr da 5 Stück geguckt habt, dann könnt ihr hier spaßig gesagt anfangen und könnt dann hier eine Einweisung auch für Kunden vornehmen. So, wir haben eine App-Steuerung, ist klar. Wir haben Schock und Neigung, das ist nämlich das Wichtigste. Jetzt stellen wir mal nach, wir schärfen das Auto, geschärft. Und der Dieb kommt nachts an dieses Auto und sagt, ein Audi A6, schöne Felgen. Schöne Scheinwerfer, ne? Unser aktuelles Megathema. Scheinwerferklau. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was hier los ist. Mercedes G-Klassen und Autos, Laserscheinwerfer, Audi, BMW werden hier mal ganz schnell, wenn die kein Werkzeug haben oder beziehungsweise keine Schlüssel, das Auto nicht aufmachen wollen, hier das ist ein bisschen aufgeschnitten, die Scheinwerfer weg. Dann habt ihr aber Spaß, wenn ihr damit in die Werkstatt fahrt und der Meister euch sagt, ja, ungefähr 6 Wochen dauert das, bis wir neue Scheinwerfer haben. Lassen wir das Auto hier stehen und nehmen sich mal einen Leihwagen. So, der Dieb guckt sich den Wagen jetzt an. Mist, irgendwas blinkt hier, das ist nicht Serie. Oh, da ist eine Pandora drin. Pandora, wissen die auch, Rückmeldung an den Besitzer, Polizeieinsatz dann. Lass mal stehen, lass uns einen anderen A6 machen heute, für den wir unser Standardwerkzeug mit haben. Wenn der Dieb sagt, ist mir egal, ich teste das mal kurz, ich gebe ihm mal hier so einen kleinen. Habt ihr gesehen? Die Alarmanlage sagt, lass mal das bitte, nimm mal die Finger weg, ich habe voll ausgelöst jetzt. Anruf beim Besitzer, Meldung auf die Push, also auf seine App per Push. Feierabend, 120 dB, Motorstartsperre gezogen. Ich komme jetzt wieder zum Auto, drück auf den Knopf. Habt ihr gehört? Tick, 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 tick. Diesmal gibt es die Info, ich hatte einen Alarm. Aber es geht nur aus, weil ich den Token bei mir habe. Habe ich diesen Token nicht mit, kann ich die Alarmanlage von hier nicht ausschalten. Dann bin ich der Bösewicht. Also ihr habt gesehen, das funktioniert entsprechend mit diesem System ohne Probleme. So, weiter im Text. Ich mache mal die Tür nur halb zu. Ihr geht von eurem Fahrzeug weg. Hast du gehört? Tack, 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 tack. Also, die Alarmanlage hat gesagt, hier ist irgendwas nicht zu, irgendeine Zone ist nicht richtig abgeschlossen. Okay, Auto wieder schärfen. Ihr könnt selbstverständlich auch euren Kofferraum nach wie vor benutzen. Ich weiß gar nicht, ob der hier so ein Kicksystem unten drunter hat, wenn man hier reintritt. Ja, habt ihr gehört? Tschick. In dem Moment, wo die Alarmanlage den Impuls bekommt, dass der Kofferraum aufgemacht wird, und der Transponder ist beim Fahrzeug. Ihr habt ja diesen Piepton gehört. Dann hat die Alarmanlage selbstständig Fahrzeug freigegeben. Die Türen sind immer noch überwacht und hat jetzt den Schocksensor ausgemacht, damit ihr hier in dem Fahrzeug jetzt auch was einladen könnt, ohne dass Alarm ausgelöst wird.
Hochcleveres System. Ihr schließt einfach wieder, drückt auf den Knopf, Kofferraum geht wieder zu und das Fahrzeug schaltet sich jetzt wieder so ein. Habt ihr gesehen, es gab einen Blinkimpuls, die Alarmanlage hat jetzt die volle Überwachung wieder übernommen über das Auto und sagt, Besitzer, du kannst weggehen, ich habe wieder vollwertig alles aktiviert. Ihr seht, Schocksensorik, Neigungssensorik, das Fahrzeug lässt sich nicht starten. Habt ihr die Schlüssel geklaut bekommen, könnt ihr das Auto anrufen von irgendeinem Telefon und könnt eine permanente Motorstartsperre machen. Wir haben Echtzeittelemetrie. Ihr könnt gucken, ob eine Tür offen ist von fern. Ihr könnt gucken, ob der Wagen abgeschlossen ist. Wie sieht es aus? Thema Tankinhalt, wenn das unterstützt wird. Wie sieht es aus mit Batteriespannung? Wir haben Störsenderschutzprogramm Active Protection. Absoluter Wahnsinn. Mehr geht nicht, das bauen wir hier den ganzen Tag ein und ihr lasst mal bitte für unsere Videos ein Like da und drückt auf die Glocke, dann seid ihr immer bestens informiert. Wenn euch so ein System interessiert für euren Audi, egal ob Q3, R8, wir stehen hier noch ein schöner R8 in der Ecke, da kommt auch noch mal ein Video dazu. Dann nehmt bitte mit uns Kontakt auf 04103 70 19 840. Das ist eine Arbeit von ungefähr 5 Stunden. Die Wegfahrsperre ist hier sehr aufwendig zu integrieren, ist aber der große Schutz, damit dieses Fahrzeug nicht gefahren werden kann. Ihr habt gesehen, also Schocksensorik ist überwacht. Wenn ich jetzt als Besitzer ans Auto gehe und habe die Schlüssel und den Transponder, dann schaltet sich das alles aus, dann ist alles super, dann kann ich ins Auto hier reingehen. Kann ich mal eben machen. Gehe mal in den Wagen und drücke hier unten auf den Startknopf, Fuß auf die Bremse. So, Auto ist an, Motor ist gestartet, kann Gang einlegen. Kann dann Antrieb aktiv, bitte Zündung einschalten, wunderbar. Achso, ich muss vermutlich den Tür erstmal zumachen, ja. Genau. So, ich muss die Tür zumachen und Wischwasser nachfüllen. Nein, das wollte ich euch aber gar nicht zeigen. Also, ihr habt gesehen, Auto springt einwandfrei an, alles ist im grünen Bereich. Ich musste die Tür zumachen, sonst kann ich gar keinen Gang einlegen. Ich drücke wieder aufs P-Programm hier. Und der Wagen geht ins P-Programm. Ich mache den Motor wieder aus, einmal auf den Start-Stopp-Knopf gedrückt und gehe jetzt raus. Und jetzt machen wir mal das, was der Dieb, wenn er die Hardcore-Nummer durchzieht und sagt, ist mir völlig egal, ob er hier jetzt bei dem Auto eine Wegfahrsperre oder irgendwas eingebaut hat. Ich habe alles mit und will dieses Auto klauen. Also, Fahrzeug schärfen. Fahrzeug ist geschärft. Ich packe jetzt den Transponder weg. Das bedeutet, ich nehme mir jetzt eine Abschirmtasche. Die habe ich jetzt hier. Eine Hand, ne? Eine Kamera, ein Mann und jetzt packe ich den kleinen Transponder hier in die Abschirmtasche. Für mich ist ganz wichtig, dass wir euch echt authentische Videos liefern. Darum mache ich das immer alles, und auch wenn man sagt, ja, aber guck mal, da hast du ja was bewegt oder sowas. Wir machen keine Hochglanzvideos hier. Ich möchte euch das echte Auto zeigen und ich möchte euch wirklich zeigen, was passiert. Tasche, Transponder ist verschwunden. Die Pandora hat jetzt keinen Transponder mehr, den sie sieht. Den lege ich jetzt hier hinter mich auf den Tisch. Und jetzt nehme ich mir nochmal den Fahrzeugschlüssel in der Hand. Ich habe den Originalschlüssel vom Auto. Ich gehe jetzt zum Auto. Also jetzt müsst ihr mal überlegen, wie effektiv dieses System ist. Hier ist der Originalschlüssel. Ich gehe jetzt zum Fahrzeug und mache das Auto auf. In dem Moment, wo ich aufmache, wird geprüft, ob der Transponder da ist. Der ist ja nicht mehr da, der ist ja eine Abschirmtasche. Es wird kein Tick-Tick stattfinden. Habt ihr gehört? Das Auto hat nicht, oder die Alarmanlage hat nicht freigegeben. Wenn ich jetzt die Tür aufmache, geht die Hölle los. Ich setze mich rein und versuche, das Auto zu starten. Es wird nicht gehen. Alarmanlage geht jetzt an. 1, 2, 3. Ich starte. Habt ihr gesehen? Wir haben eine sogenannte Grace Period eingeschaltet, dass die Alarmanlage noch ganz kurz prüft, ob der Transponder noch da ist. Ich versuche jetzt zu starten. Ja, geht gar nicht. Kriegt das Auto überhaupt nicht an. Ich kann hier machen, was ich will. So, und der Dieb sagt, danke, tschüss, ich verpfeife mich. Und laut ist das hier. Ich kann hier nichts machen. Ich kann ihn nicht ausschalten. Keine Chance. So, ich gehe jetzt wieder an den Transponder, hole den Transponder hier aus der Tasche. Oh, 30 Sekunden hat der Gesetzgeber so vorgegeben, dann müssen die Alarmanlagen wieder ausschalten. So, der Wagen ist immer noch nicht entschärft. So, und ihr seht, wenn ich jetzt wieder drauf hau, die Alarmanlage geht wieder an, wieder Anruf, Push-Mitteilung, der ganze Kram, es geht eins nach dem anderen jetzt hier weiter. So, hier ist der Transponder, das ist die einzige Lösung, die Alarmanlage jetzt auszuschalten. Stopp. Merkt ihr das? Das sind die Alarmanlagen von Pandora. Das ist das System, was wirklich auf euch, auf euer Fahrzeug aufpasst und verhindert, dass die Autos wegkommen. Ihr habt es gerade gesehen, man hört das auch an meiner Stimme, wenn die Sirene hier rumpfeift, ne, dann will man eigentlich nur noch Reißaus nehmen. Wenn ich die Tür öffne,
Das hat der Kunde sich erbeten. Das heißt, wenn er irgendwie, ich sag mal, im Regen zum Auto rennt und reißt die Tür auf, dann funkt die Alarmanlage ja den Transponder an. Und der Transponder hat dann eine ganz kurze Zeit quasi zu antworten. Das ist die sogenannte Grace Period. Das können wir einstellen. Wir können das auch auf Null setzen. Zieht die Tür auf, ist das Ding sofort an. Aber der Dieb lässt das sowieso. Ne? Das ist eine Konfigurationsgeschichte und das kann der Kunde sich wünschen, wie er das haben möchte. Wir haben das hier eben ganz kleinen Timer mit reingesetzt und ihr habt gesehen, dann geht sofort die Alarmanlage an. So, dann habe ich euch das alles gezeigt. Wir haben eine App-Steuerung, hatte ich gesagt. Echtzeitortung, Telemetrie, wir haben LTE-Technik. Ihr könnt mit dem Fahrzeug ins Ausland fahren, seid voll verbunden. Der Wagen ruft euch an, Batteriespannungsüberwachung ist abgeschlossen. Wenn ihr den Wagen in die Werkstatt bringt, könnt ihr sehen, ob die mit dem eine Probefahrt machen, Mittagessen zu McDonald's oder irgendwas. Und wenn ihr das nicht wollt, könnt ihr das nachher anschließend natürlich klären. Oder ihr ruft das Auto an und sperrt den Motorstart. Ihr habt es gesehen, ihr könnt ihn nicht mehr starten, der Schalter ist aus. Und das ist wirklich die Technik, die die Fahrzeuge komplett überwacht. Wir sind die absoluten Spezialisten, wir bauen den ganzen Tag solche Systeme ein. Draußen ist die Hölle los. Ihr kriegt so wenig Dinge, sage ich mal, im normalen Fernsehen oder in der Presse mit, aber es wird draußen so viele Fahrzeuge werden wieder geklaut, in die Tiefgaragen aufgebrochen, kaputt gemacht. Nun hatte mir ein Kunde erzählt, als er bei der Polizei war und dann die Meldung gemacht hat, dass sein Auto in der Tiefgarage kaputt gemacht wurde. Da sagte der Polizeibeamte, ja, Sie sind, glaube ich, heute derjenige, der hier 15. heute, der in dem Parkhaus da einen Schaden hatte. Geht in die Werkstatt, Autos sind dann lange außer Betrieb, das ist die Lösung. Was auch ganz cool ist, wenn ihr den als Geschäftswagen hier nutzt, so wie ihn, und ihr würdet nach, was weiß ich, 2 Jahren den Wagen wechseln oder nach 3 Jahren und sagt, du Sven, ich habe jetzt einen BMW in 5er, dann bauen wir diese Alarmanlage in 5er um. Oder alternativ, ihr verkauft das Fahrzeug mit der Alarmanlage. Smart Pro mit Transponder, Fahrzeugschlüssel zusammen. Alternative haben wir noch. Die Elite, und die Elite hat eine Long-Range-UKW-Fernbedienung mit bis zu 2 Kilometern Reichweite. Falls ihr irgendwo seid, wo kein Telefonempfang ist oder ihr sagt, ich will für jede Situation gewappnet sein, dann ist das das richtige System. Die Elite, die kann genau das Gleiche hier technisch, nur ihr habt noch ein Blinkmodul mit einem Pandora-Schriftzug dann oben im Fenster. Und wenn euch das interessiert, dann schaut da doch bitte mal in die anderen Videos von uns rein. Audi A6 C8, brandneues Fahrzeug. 2023 mit dem Hybridsystem von Audi, komplett von uns gesichert, Schocksensorik, Neigungssensorik. Ich zeige nochmal, wie leicht sich das bedienen lässt. Einfach nur schärfen, Türen sind zugegangen, Alarmanlage ist bestätigt, scharf. Vorne ist die Blink-LED drin, könnt jetzt alles über die App sehen. Wenn der Wagen draußen steht, kann ich auch nochmal was wirklich aus dem echten Alarmleben hier erzählen. Nachts kriegt ein Kunde einen Anruf, da ist jemand mit der Anhängerkupplung in den Wagen vorne reingefahren, einmal schön gegengeknallt. Das Auto hat gesagt, der Stoß war mir zu stark, ich wecke jetzt meinen Besitzer auf. 2.500 Euro Schaden und derjenige, der gegengefahren wäre, hat ein ganz dummes Gesicht gemacht, weil der gedacht hat, och, das hat eh keiner mitgekriegt, das Übliche wieder. Das ist die Lösung, egal welche Fahrzeuge, meldet euch bei uns. Audi A6, C8, Avant, TFSI. 55, steht sogar hinten nochmal dran, zeige ich euch auch nochmal. Mit den schicken getönten Scheiben, der großen Leiste jetzt und natürlich auch als Quattro. Wenn euch das interessiert, dann lasst bitte ein Like für die Videos da. Wenn ihr Fragen habt, canforce.de/kontakt oder 0410370-19840. Wo sitzen wir? In Wedel bei Hamburg. Ihr könnt auch gerne euer Fahrzeug durch den Spediteur hier hochbringen lassen oder wenn was passiert war, haben wir auch, dann bringen uns die Autohäuser die Fahrzeuge vorbei, wir installieren das und die Kunden holen die Fahrzeuge ab, wenn das eingebaut ist. Panikalarmfunktion funktioniert natürlich auch, wenn ihr über die App könnt ihr einen Panikalarm machen. 1000 Dinge extern noch einen Sensor programmieren, wenn ihr möchtet, für ein Fahrrad und ich klinke mich jetzt aus. Wie gesagt, ihr lasst mal bitte ein Like für die Videos da, abonniert den Kanal und wenn ihr Fragen habt, canforce.de/kontakt. Wir übergeben jetzt das Fahrzeug nach einer kurzen Einweisung dem Kunden. Und dann kann der froh und fröhlich durch die Welt fahren. Ich bin Sven von Canforce, habt eine gute Zeit. Ciao.